Hallo zusammen. Es ist nicht zu glauben, aber wahr, der Corona-Irrsinn geht offensichtlich weiter. Jetzt haben sich die Regierungschefs der Länder und des Bundes darauf geeinigt, dass die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte ab November nicht mehr gelten soll. Sie spalten unsere Gesellschaft massiv. Und das, während andere Länder die Beschränkungen reihenweise aufheben. Die Dänen feiern schon große Konzerte. Die Briten haben ihren Freedom Day gefeiert. Und auch bei uns fordert ja der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Herr Gassen, ganz klar, wir brauchen einen Freiheitstag. Sagt uns einen Tag im Oktober. Bis dahin kann sich jeder, der noch möchte, impfen lassen. Und dann heben wir alle Beschränkungen auf. Das ist genau die Position der Alternative für Deutschland. Wir wollen die Freiheit. Wir wollen wieder normal leben in unserem Land. Dafür stehen wir. Und es braucht auch keine Beschränkungen mehr. Die Begründung dafür waren immer die Ängste vor einer mangelnden Kapazität unserer Krankenhäuser. Wir haben auch schon in den letzten großen Wellen bei Corona gesehen, dass die Kapazitäten nicht überlastet wurden. Und jetzt, wo über 60% der Menschen geimpft sind, vor allen Dingen die betroffenen Risikogruppen, die Älteren, die Vorerkrankten, ist die Gefahr, dass jemand, der sich ansteckt, einen schweren Verlauf von Covid hat, sehr, sehr gering. Wir bekommen keine Krankenhausüberlastung, deshalb braucht es keine Beschränkungen mehr. Übrigens hat auch der Kanzleramtsminister Braun noch im Frühjahr gesagt, wenn alle ihr Impfangebot bekommen haben, dann braucht es keine Beschränkungen mehr. Da sagen wir richtig. Und es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass die Menschen ihre Grundrechte bekommen und nicht noch weiter beschnitten werden, wie jetzt mit der nicht fortgesetzten Lohnfortzahlung für Ungeimpfte oder mit einer 2G-Regelung, die es Ungeimpften fast unmöglich macht, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Aber sie drehen die Schraube weiter, bis sie überdreht ist. Sie haben die Gelegenheit, das alles zu ändern. Bei den Wahlen am Wochenende, bei der Landtags- und bei der Bundestagswahl. Wählen Sie die Freiheit. Wählen Sie eine vernünftige Politik für unsere Menschen. Wählen Sie die AfD.